Immer, wenn in der Zentrale ein Notruf eingeht, geht es in der Chemie um Feuer, Explosionen und meistens sind dabei Menschen in Gefahr. Dann ist es höchste Zeit, wenn die Feuerwehr mit ihren Gerätschaften ausrückt. Das Motto jeder Feuerwehr lautet: Retten, Halten, Löschen. 1000 Mal pro Jahr rückt die Feuerwehr aus. Dabei reicht in den meisten Fällen die professionelle Feuerwehr, doch nicht selten wird die Freiwillige, also die Milizfeuerwehr, ebenfalls aufgeboten. Rasch muss ein Feuerwehroffizier die Lage einschätzen und die richtigen Kommando an seine Leute weiterleiten. Es wird alles getan, um der Situation Herr zu werden. Ein Schreckensgespenst ist jeweils, wenn mitten in den Löscharbeiten die Meldung kommt: Menschen in Gefahr. Unter Atemschutz und höchster Gefahr muss dann die Rettung vorangetrieben werden. Sobald der Verletzte außer Gefahr ist und in die Hände von Fachleuten übergeben wurde, kann sich der Einsatzleiter um den Rest kümmern. Jetzt stellt man sich die Frage, welche Ausbildung wird benötigt, um nahezu jeder Situation im Ernstfall Herr der Lage zu sein. Chemie, Physik und Werkstoffkunde werden im eigenen Ausbildungszentrum gewährleistet. Zum Retten aus dem Wasser ist eine spezielle Technik angesagt und braucht ebenfalls fachmännische Trainer. Vertrauen in die Atemschutztechnik hilft unter anderem das Tauchtraining mit den Atemschutzgeräten. Trotz aller modernen Tanklöschfahrzeugen ist der Umgang mit der Motorspritze ein Muss, denn nicht immer ist der Zugang zu fließendem oder stehendem Gewässer mit dem Tanklöschfahrzeug möglich. Die allgemeine körperliche Fitness wird im sogenannten Fitnessstudio unter Anleitung und Beobachtung von Fachpersonal angeeignet. Immer wieder müssen alle nur möglichen Handgriffe unter erschwerten Bedingungen geübt werden. Selbstschutz muss ebenfalls trainiert werden, kommt es doch dabei auf die fachmännische Hilfestellung des Kameraden an. Rettung von bewusstlosen Personen aus Tanks ist trotz technischer Hilfsmittel nicht zu unterschätzen. Dasselbe gilt für Rettung über die Handschiebeleiter. Ziber steckt viel Geld in die Brandausbildung im holländischen RISC. Bei uns undenkbar, dort aber noch machbar. Realistische Brandbekämpfung in unserer Gegend aus umweltschutztechnischen Regeln undenkbar. So müssen wir uns damit begnügen, mit dem Üben von Handschiebeleitern und Autodrehleitern. Auch Innenangriffe über die Autodrehleiter werden geübt. Nicht zu vergessen ist bei etwaigen Unfällen das Messen eventueller radioaktiver Ladungen oder bei Brandausbruch das Messen der Umwelt auf schädliche Partikel durch den trinationalen Umweltschutzzug der Feuerwehr. Aber auch Liftrettungen mit eingeschlossenen Personen gehören zu den kompetenten Aufgaben der Feuerwehr. Diese wird nach der Kommunikation zwischen Lift und Alarmzentrale aufgeboten. Während der Normalarbeitszeit werden allerlei Geräte von der Feuerwehr selbst gewartet und instand gestellt. Doch dann kann es jede Sekunde losgehen wie hier. Alarm! Innerhalb 60 Sekunden muss die Profi-Feuerwehr ausrücken. Das ist die Vorgabe. Und das 24 Stunden im Tag und 365 Tage im Jahr.